Das ist der Empfänger für die Fernbedienung. Die Elektronik wurde komplett vergossen, was sehr gut ist. Dementsprechend auch IP65 Standard. Die Schrauben sind aus Edelstahl, sehr gut. Ebenfalls die zweiten. Der zweite Satz Befestigungsschrauben ist auch aus Edelstahl. Außer die zwei Schrauben, die zur Befestigung des Bügels dienen, sind nicht aus Edelstahl. Hier empfiehlt es sich, diese auszutauschen. Jetzt schauen wir uns mal den Chipsatz an. Insgesamt gibt es an dem Fluter eigentlich nichts zu bemängeln. Sieht sehr solide aus für diesen günstigen Preis.